Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass du wieder hier bist zu dieser Folge mit der wundervollen Angelina. Bevor es losgeht, möchte ich dich noch darauf hinweisen, dass von 4. bis 8.1. mein Seminar stattfinden wird, The Sound of Surrender. Schau doch gerne auf meiner Homepage ashika.one/surrender. Du findest es auch hier in der Beschreibung des Podcasts. Genau, da findest du alle Details und ich freue mich, wenn du dabei sein möchtest. Jetzt ganz viel Freude beim Gespräch. Hallo, liebe Angelina, und herzlich willkommen hier zu meinem Podcast. So schön, dass du dir heute Zeit nimmst und dass wir ein bisschen sprechen über die Entwicklung von deiner Stimme, wie du deine Seelenstimme gefunden hast und wie sich das in deinem Leben auswirkt. Also stell dich gerne erstmal kurz vor und dann schauen wir weiter. Ja, hallo, sehr schön bei dir zu sein. Ich freue mich total auf unser Gespräch. Ich bin die Angelina Easter. Ich bin Coach und Mentorin für Mamas und mein Anliegen ist es, also bei mir kommt ganz viel durch Ton und Klang mit in die Welt. Ich mache Klangsessions und mache auch Coaching-Sessions und noch verschiedene andere Sachen. Und durch den Klang helfe ich halt der Frau dabei, wieder ganz mit sich selber verbunden zu sein und eben das, was blockiert im Körper, auszuleiten und dass sie wieder ganz bei sich ankommt. So, wenn wir jetzt auf dem Klang, beim Klang so bleiben. Sehr, sehr schön. Wie hat es bei dir angefangen? War das schon immer so, dass du mit deiner Stimme so verbunden warst oder kam das erst später in deinem Leben? Erzähl uns mal gerne die Anfänge davon. Also seit ich 6 bin, spiele ich Klarinette. Ich komme auch so aus einer Musikerfamilie und es war aber alles, also genau, das kann ich gar nicht so genau erklären, wie das so zu mir, in meinem Leben kam schon mal alles zu mir, ohne dass ich da viel danach gesucht habe. Und ich war schon immer sehr neugierig und bin den Impulsen so gefolgt und habe ganz lang einfach ganz normal in einem Musikverein gespielt und dann irgendwann kam Gitarre spielen ein bisschen dazu und irgendwann haben mich heilsame Lieder beschäftigt, weil ich habe irgendwann immer mehr Menschen kennengelernt in meiner normalen Arbeit, die ich als Angestellte hatte, die sich mit mir über spirituelle Themen unterhalten haben, die mir von Schwitzhütten erzählt haben und von schamanischer Arbeit. Und ich habe mich immer gefragt, also ich bin in meine Arbeit eigentlich eingestiegen durch dieses Menschen verstehen wollen und dass immer ganz viele zu mir hergekommen sind im normalen Job und mir ganz viel erzählt haben, was eigentlich gar nicht zu der Arbeit, wo ich gearbeitet hatte, dazugehört habe. Also die haben mir viel aus ihrem Leben erzählt. Ich bin immer schnell tiefe Verbindungen irgendwie mit Menschen eingegangen. Und für mich war das so selbstverständlich. Also es war nicht so oberflächlich irgendwie. Und ich habe mich immer gefragt, wieso manche Menschen, wenn sie so schlechte Gedanken haben, irgendwie den ganzen Tag, was ich bei manchen gesehen und gehört habe, wieso die so oft krank sind und wie das zusammenhängt. Und bin dann eigentlich erst durch die Gedanken in die Richtung gekommen, vom Coaching, in die Richtung überhaupt, mich dafür zu öffnen. Habe mich lang mit so Affirmationen, Louis Hay und Robert Bitz und solche Sachen beschäftigt. Und Numerologie war von Anfang an mit dabei. Und irgendwann, und Sternzeichen, weil ich die Menschen besser verstehen wollte, warum wer wie reagiert. Hm. Und irgendwann kam es dann dazu, dass ich durch die ganzen Seminare und Persönlichkeitsentwicklung zu einem schamanischen Frauenkreis kam. Also vorher hatte ich schon den Zugang zu heilsamen Liedern, weil ich gemerkt habe, dass die mir unheimlich gut tun. Ich habe eine Zeit lang in einer Sing- und Spielgruppe immer mitgespielt. Und dann bin ich aufmerksam geworden auf die Lieder von Wolfgang und Katharina Bossinger. Die haben ja so Therapieformen auch mit dem Singen entwickelt. Und die haben mir sehr gut getan, die Lieder. Und dann habe ich damit so ein bisschen was gemacht gehabt. Und dann bin ich eben in Richtung, dann hat es mich wieder auf ein Seminar gezogen, war ich auf dem schamanischen Frauenkreis-Seminar und
da habe ich das erste Mal gemerkt, dass aus mir was raus will. Also, dass ich für die Frauen dort singen wollte, aber wusste gar nicht so richtig. Erst waren so die heilsamen Lieder und irgendwann kamen so Töne auch. Oder dass ich ganz viel mitgeweint, mitgefühlt habe, was in den Räumen passiert ist. Und dass ich oft den Impuls hatte, was für die Frauen machen zu wollen. Und dass da irgendwie dann Melodien zu mir kamen. Und dann habe ich das ausgetestet mit verschiedenen Frauen und so weiter online, wie das mit Trommel und Klang ist. Und habe ich erst den Klang kennengelernt sozusagen und habe dann gemerkt, okay, dieses Tönen, was ich da mache, da entstehen auch so Melodien und die helfen der Frau, dass sie sich an irgendwas erinnert oder mit sich selber besser verbunden ist. Und dann habe ich mit Klangsessions angefangen. Ich habe dann bei einer Freundin, wo ich einen Kurs mitgemacht hatte, die ist Trommelbauerin und bei der habe ich dann eine schamanische Trommel gesehen, die mich total angesprochen hat, die habe ich dann gekauft und habe die dann online für meine Arbeit genommen. War immer mit dem Ton nicht ganz so glücklich, wie das online ist, vom Übertragen her, dass manchmal der Ton, also die Trommel oder die Stimme, dass man nicht beides immer gehört hat und so. Und es ist aber trotzdem viel angekommen bei den Frauen, also energetisch einfach. Und das finde ich auch so spannend, dass man, also an der Oberfläche denken wir ja, der Klang muss stimmen oder es muss irgendwie so alles vom Klang ankommen. Mhm. Aber eigentlich ist es die Energie, die zählt. Und die ist unabhängig davon, ob die Klangübertragung gut ist oder nicht. Und das finde ich so spannend und wundervoll. Ja, auf jeden Fall. Ja, und die dann war es auf jeden Fall so, es hat mich eine ganze Weile gestört. Ich habe viele Klangsessions gegeben für Frauen und dann war es bei denen, wenn ich da ein bisschen einfach mal was davon erzähle, wie sich der Klang auch ausgewirkt hat, war es, dass manche einfach so eine Entlastung im Körper gespürt haben, dass wir haben vorher über das Thema geredet, um was es geht. Und früher, bevor ich das einfach nur mit Tönen und Trommeln gemacht habe, kamen mir oft heilsame Lieder für die Frau, die ich ihr gesungen habe. Und wo sie gesagt hat, Mensch, das Lied hat gerade total gepasst. Also das war jetzt voll auf ihre Situation. Und sie nimmt das jetzt immer und so und spielt auch ganz oft in ihr. Und das ist auch bei mir so, dass bei mir ganz oft Lieder in mir spielen. Wenn ich mal irgendwie vielleicht auch in schlechte Gedanken reinkomme, dann kommt wieder so ein Lied um die Ecke. Oder ich sehe dann über Zahlen, hey, da geht's lang und so. Und dann habe ich eben, da haben sie mir eben erzählt, dass bei manchen hat sich was körperlich gelöst, weil jede Frau nimmt ja anders wahr. Und die eine spürt halt vielleicht was, dass sich was im Körper entspannt oder löst. Andere haben Bilder gesehen, wie so eine Art Traumreise sozusagen. Wenn ich getrommelt und getönt habe, habe ich sozusagen damit einen Raum gehalten und aufgemacht für die Frau, dass sie da, also ich bin da mit meiner ganzen Präsenz und Liebe für die Frau da. Und da darf sich einfach alles zeigen, was gesehen werden will und halt ihr den Raum. Und sie hat dann zum Beispiel mir erzählt, was sie für Bilder gesehen hat oder dass sie irgendwie in ein anderes Leben gereist ist und dort was lösen konnte durch den Klang. Oder eine konnte durch meine Stimme selber mitsingen, obwohl sie sich immer schwer tut mit ihrer Stimme. Und eine hatte so eine Stimmstörung, hat sie immer noch so ein bisschen. Und sie sagt, seit wir miteinander gearbeitet haben, hat sich da was in ihr total gelöst. Und sie kommt besser an ihre Stimme ran und so. Und das fand ich halt immer so faszinierend, dass es bei jedem halt auch anders ist. Das hat mir, also dadurch ist es mir immer ein wenig schwer gefallen, es zu erklären, wie es genau sich auf jemand auswirkt, weil es bei jeder Frau anders ankommt. Eine hatte ich auch, die hat gar nichts gespürt. Aber die hat gesagt, sie geht auch zu ihrer Chakra Reinigung und da spürt sie auch oft nichts, aber sie weiß halt, dass sich was verändert dadurch. Ja. Manche brauchen einfach noch ein bisschen Zeit, das zu spüren tatsächlich, aber letzten Endes, sie sehen dann doch die Auswirkungen oder im Nachhinein tut sich ja dann auch noch, also das ist ja, muss ja nicht so sein, dass sich jetzt währenddessen direkt alles verändert, sondern das ist ja oft ein Prozess, der dann 1-2 Monate später sich noch zeigt, was da was sich da verändern durfte. Ja, genau. Und es ist auch einfach so wunderschön, weil wir haben ja alle den Klang in uns. Ja, wenn wir einfach mal so tönen oder irgendwas, dann geht es ja durch den ganzen Körper durch. Und in meiner Arbeit, was ich mache, da leite ich eigentlich auch ganz viel für Frauen mit aus. Das habe ich jetzt bei den Vor-Ort-Sessions gemacht. Deswegen steige ich auch nach Bamberg vor Ort, weil ich das mit dem Klang einfach, das noch mal intensiver, wenn jemand
das einfach hören kann, so wie es ist. Also finde ich, es ist nochmal eine komplett andere Qualität und da freue ich mich auch schon total drauf und da habe ich einfach ein paar Vorab-Sessions auch gegeben und es war halt, also es, das Faszinierende finde ich immer, der Klang kommt raus, wie die Frau vor mir ist. Also es ist immer genau deswegen, nenne ich Seelengesang mit Herz und Klang, weil ich bin dann irgendwie mit der Seele oder mit dem anderen Menschen so verbunden, dass für denjenigen die Melodien rauskommen, die für den bestimmt sind. Die Trommel klingt bei jedem Menschen anders. Das finde ich so faszinierend. Manchmal klingt sie dumpf, manchmal total mächtig. Es kommt drauf an, welches Thema, welcher Prozess. Und auch die Stimme, die Melodien, es kommt immer was, also es kommt immer was ganz Individuelles raus. Und das ja, das ist einfach, wenn ich dann auch mit der Frau rede, das ist für mich so erfüllend auch die Arbeit, weil ich spüre, ihr tut es so gut. Also das ist so, das ist wunderschön. Sehr, sehr schön. Ja, das ist ja auch also jetzt für Menschen, die vielleicht nicht so viel von diesem Energetischen halten oder da Zweifel haben, finde ich, kann man es auch immer wieder ganz schön mit rein physikalischen Gesetzmäßigkeiten erklären, dass jetzt, wie du sagst, ein Instrument klingt anders, weil eine andere Person da ist. Das ist ja, je nachdem, welche Spannungen im Raum sind oder also ob was durchlässig ist oder ob was angespannt ist, das macht ja was. Also kann man ja ganz simpel erklären, wenn du in einem Raum, in einem nackten Raum ohne Möbel, nur die harten Wände, wenn du da was spielst, dann knallt es ganz hart zurück. Wenn du aber weiche Vorhänge drin hast oder so, dann klingt es dadurch schon wieder anders. Und so ist es ja mit unseren Körpern auch. Die sind eben in einem bestimmten Spannungszustand. Und dann wirkt sich das auf den Klang von den Instrumenten aus oder natürlich auch auf deinen Stimmklang. Also es ist ganz rein physikalisch auch erklärbar. Finde ich so spannend. Ja, das ist also wirklich eine erfüllende, faszinierende Arbeit und es kann halt auch einfach so tief gehen, je nachdem, wie die Person sich auch einlassen kann, ne? Und viele haben mir halt gesagt, dass sie, obwohl sie mich nicht lang gekannt haben, eben so ein Vertrauen da ist. Irgendwie so, dass es gut ist, jetzt da durchzugehen oder da reinzugehen und dass sie sich darauf verlassen können, dass alles gut ist. Und ich sage auch immer, die nächsten Tage, wenn jetzt energetisch noch irgendwas hochkommen würde, können sie sich bei mir melden, können sie mich erreichen. Hatte ich auch mal eine Frau, die danach ein wenig aufgezwirbelt war nach dem Klang. Und dann habe ich ihr auch gesagt, sie kann auch für sich selber tönen. Sie kann auch schauen, dass sie selber das irgendwie wegen ausleitet, wenn sie merkt, dass sie jetzt unruhig ist oder es stößt ja auch Themen an, persönliche. Ja. Und sie kann sich aber auch jederzeit melden, wenn irgendwas hochkommt. Und das hat dann, es hat einfach immer geholfen. Und für mich war schon immer der Impuls da, dass ich hier bin, um zu helfen. Und und das mit dem Klang, das ist, glaube ich, meine Gabe, die ich mitgebracht habe. Weil diese Töne, die ich da teilweise töne, könnte ich jetzt nicht vorher sagen, das ist nicht wie singen A, singen C, sondern die sind total unterschiedlich auch. Auch die Frequenzen und was da einfach rauskommt, wo ich mir denke, wow, das ist einfach da, dafür muss ich nichts tun, das ist einfach angelegt. Ja, das wird gegeben, das wird dir vom Moment gegeben, weil, wie du sagst, die Person, die vor dir ist, die braucht in dem Moment genau das. Ja. Und der Moment, die Intelligenz des Moments, die weiß das eben und das müssen wir nicht mit unserem Verstand wissen. Wir müssen auch nicht mal wirklich was über die Situation der Person wissen, sondern es ist einfach die Energie, die Information trägt und die, wenn wir einfach uns auch so öffnen, wenn wir einfach ein Kanal sind, wenn wir erlauben, ein Kanal zu sein und nicht irgendwie denken, ich weiß es oder ich muss jetzt, also von meinem Ego her, ich bin die Heilerin, sondern ich lasse durch mich geschehen. Das ist eine ganz, ganz andere Qualität. Und dann wirkt es auch wirklich, weil dann ist es echt. Und wir haben auch keine Ahnung, was da passieren wird durch uns, ne? Ja, genau. Und das ist so schön, weil man jedes Mal selbst wieder ganz, ganz überrascht ist, was da rauskommen darf. Mhm.
Welche Erfahrungen hast du da gemacht bei dir in der Arbeit? Also ich mache so Sacred Song for You. Das sind eben einfach auch Seelen, ja, wie du sagst, Seelenlieder oder persönliche Lieder, die halt in der Situation, in der die Menschen dann sind, gerade helfen. Das ist das eine. Und als ich damit angefangen habe, das war einfach auch so ein Impuls von innen. Ich habe einfach gespürt, okay, Sacred Song for You, was. Ich soll jetzt persönliche Lieder für Menschen empfangen, alles klar. Und habe das dann über meinen Newsletter rausgegeben und dann kam gleich die erste Anfrage. Und ich wusste ja nicht, wie das jetzt gehen soll. Also ich dachte, ich muss mich jetzt irgendwie in Meditation setzen, damit da was kommt. Und dann habe ich noch zurückgeschrieben, ja, also ich werde dir dein Sacred Song for You dann zukommen lassen. Es kann aber schon sein, dass es ein paar Tage dauert. Und in dem Moment habe ich dann einfach nur über meinen Kronchakra, also mich nach oben geöffnet und habe gesagt, bitte ein Lied für die Person. Und es war sofort da. Also es war im Bruchteil einer Sekunde war es da, die Information, also der Text, die Melodie und dann, also dann ging das quasi, also das ist so faszinierend, weil also zeitlich gesehen hat ja ein Refrain oder ein Lied hat ja eine Zeit, ne? Also es würde ja eine halbe Minute dauern, bis ich ein Lied singe oder eine ganze Minute, aber in dem Moment ist dieses ganze Lied da. Ja, Also das wow. kann man nicht erklären, also genau. Und dann kommt eben einfach auch immer die Rückmeldung, dass das so passt und dass es genau die Situation getroffen hat, obwohl ich ja gar nichts weiß. Also ich weiß nichts über die Situation, aber eben die Energie weiß alles. Und sobald die Erlaubnis da ist von dem Menschen, der das eben möchte, dann darf ich das auch empfangen und dann kommt es einfach raus. Genau. Das ist das eine. Und das andere ist eben auch das freie Tönen, das ich dann auch gerne, also bei Seminaren oder so, dass es dann einfach fließen darf, wenn die Menschen zum Beispiel in Entspannung sind und sich auf dem Boden liegen und dann geht halt so eine Session, solange sie geht. Du kannst es nicht abkürzen, du kannst es nicht verlängern. Und du weißt auch, du weißt, du merkst genau, jetzt geht die Stimme dahin, jetzt passiert das, jetzt wird es intensiver. Und man ist einfach ein Instrument und wird da geführt. Und ja, es ist total schön, es ist wunderschön. Ja. Ja, voll. Ja, und es ist Danke. intensiv, weil wenn du dann einfach du klingst und singst und dann fangen die an zu weinen, zum Beispiel. Und es geht halt einfach immer weiter und du weißt, es kann jetzt nicht aufhören, es geht jetzt einfach weiter, bis dieser Prozess irgendwie durch ist, ne? Ja, genau, das berührt so die Menschen, weil es in denen was an, also weil es in denen was berührt oder sie erinnert an das, was sie vielleicht schon immer sind und vielleicht nicht nur nicht so nach außen bringen oder irgendwas berührt und es löst Themen und die haben durch dich den Raum. Die kriegen durch dich den Raum, dass sie da sein dürfen, was wir oft ja sonst so deckeln, unterdrücken, wo man, gibt ja oft so Sachen, wo man sagt, ich komme da nicht allein ran, weil es in mir so eine Schutzding gibt, die sagt, nee, Moment, da gehen wir nicht mehr ran, das wollen wir nicht mehr fühlen. Und durch sowas halten wir, glaube ich, auch einfach die Räume dafür, dass die Gefühle mal da sein können und sich dadurch dann was verändert für den Menschen. Ne? Genau. Ja. Ja. Voll So schön. schön. Ich hatte da auch mal das Erlebnis. Da ist meine Oma gestorben. Und ich weiß noch, das war ein Freitag. Also die ist ins Krankenhaus gekommen und die hatte ich schon abgebaut. Und meine Mama war im Krankenhaus. Ich hatte so das Gefühl, ich soll noch zu meiner Mama hin, die so ein wenig unterstützen. Und dann habe ich da auch mal noch die Hand gehalten. Es war total schön, noch bei ihr zu sein. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass es bei mir auch so viel mit Ahnenthemen zu tun hat, weil sich das so ganz stark zeigt, weil an dem Tag, an dem, wo sie gestorben ist, hat eine, irgendwie kam es aus dem Universum, dass die für mich Zeit hatte und mir den Raum so stark halten hat, ich glaube über 2 Stunden oder länger. Und
Wir sind da wirklich bei mir in tiefe Themen reingegangen. Und dann habe ich zu ihr irgendwann gesagt, ich komme jetzt hier nicht weiter. Ich komme hier nicht allein rein, ob ich mal meine Trommel holen kann. Und dann hat sie gesagt, ja klar, hol die Trommel, wenn du das kannst. Und bei mir ist ganz viel so abgespeichert mit sich klein machen und nicht die volle Größe. Und dann kamen immer so Gedanken in den Kopf, was denken dann die anderen und was denken dann die Nachbarn und wenn ich jetzt so laut und ne? Und ich dachte mir so, das gibt's doch nicht, das ist immer noch da. Und ich bin dann so in den Prozess reingegangen mit der Trommel und habe darauf richtig mich richtig so in Trance getrommelt. Und ich hätte es nie geschafft, wenn die mir den Raum nicht dazu gehalten hätte. Sie hat gesagt, sie bleibt da, hol das Ding, wir machen das jetzt. Jetzt ist das Thema da, jetzt zeigt sich's, weil es sich sicher fühlt, in dem Raum jetzt bearbeitet werden zu können. Weil manchmal, wenn man so Themen alleine ja anschneidet, weiß man nicht, in welche Gefühle fällt man rein oder so. Ne? Aber wenn einer von uns sozusagen da ist und den Raum halten kann für tiefe Dinge, die sich zeigen, dann zeigen die sich auch. Ja. Und das finde ich das Faszinierende an unserer Arbeit, weil du erzählst ja, bei dir ist es auch so, dass dann wirklich die Menschen sich da zeigen können, dass sie spüren, ja, hier kann ich das mal rauslassen, hier ist ein Platz, ein Ort dafür, wo das sicher ist, das zu zeigen und das zu durchleben. Und danach ist es auch wirklich abgeschlossen oft oder es braucht nur noch wenige oder diese eine Situation, die eine Emotion ist halt dann... ja, dass das sich einfach lösen durfte. Da habe ich auch eine komplette Veränderung gespürt irgendwie. Ja. Weil oft ist ja im Außen würde man sich ja nie so öffnen. Da hat man ja immer so dieses, wie verhält man sich im Außen? Und da würde man ja nicht einfach irgendwo im Supermarkt das Weinen anfangen oder irgendwas durchleben. Ne? Da braucht man schon die Räume, wo das auch geht. Ne? Genau, und wo dann auch keiner kommt, der dann sagt, ach komm, ist doch alles gut. Oder der das dann quasi wieder deckelt. Ja, deckelt, indem man einfach darüber redet, weil das braucht es ja oft gar nicht. Es ist einfach nur wirklich, wie du sagst, den Raum zu haben, das jetzt durchzufühlen, ohne Worte. Und da ist es eben auch so schön, wenn das mit Klang begleitet wird, weil das halt das Fühlen so unterstützt. Und gerade auch, wenn wir dann über Gesang eben ohne Worte auch gehen. Also das mit Worten ist auch... hat auch eine totale starke Wirkung, je nachdem, wenn es halt wirklich konkret um Themen geht, dass einem was bewusst werden darf. Ja. Aber in unserer Gefühlswelt, in unseren Emotionen gibt es ja auch so vieles, was wir gar nicht mit Worten beschreiben könnten. Das ist oft so, es übersteigt einfach unseren Wortschatz. Oder? Und da ist es dann so toll, wenn wir wirklich nur mit Lauten, mit Silben, einfach in so einer freien Sprache da unterwegs sind, dass das einfach diesen Raum bekommt, diesen unbenannten Gefühlen auch den Raum zu geben. Ja, ich glaube, das ist auch, wenn man Worte benutzt, hat man halt eher wieder den Verstand im Gepäck. Ja, und durch diese Töne und durch das andere kommt man halt so stark ins Herz und ins Fühlen. Ja. Und eine Klientin von mir, eine Klientin von mir, die hat mal gesagt, ja, jetzt, wenn ich jetzt singe, dann kann mein Verstand nichts machen, weil das ist nicht sein Terrain. Das ist nicht sein Terrain. Und es ist wirklich so. Ja, und es ist ja auch so beim Singen, es ist eine ganz andere Ebene. Es führt dich einfach jenseits von diesem Verstand. Und da merkst du, da ist so, so viel mehr als das, was in diesem täglichen Leben und in der täglichen Sprache uns zur Verfügung steht. Ja. Geht dir das eigentlich auch so, dass du selber, um das machen zu können, durch Prozesse durch musstest? Also so wie so eine Einweihung, dass man selber solche gewissen Situationen oder Sachen durchlebt hat, dass man es jetzt für andere machen und halten kann? Ja, natürlich. Ich bin ja seit über 10 Jahren auf dem Weg, sage ich jetzt einfach mal. Und das geht ja immer weiter, das endet ja nie. Also ich würde auch niemals behaupten, ich bin jetzt irgendwo angekommen. Im Gegenteil, ich fange immer wieder von vorne an. Und nur, dass ich jetzt halt schon die Erfahrung habe von diesen vielen Jahren, dass ich eben weiß, dass es dieser Weg ist und dass es ganz normal ist, dass diese Prozesse stattfinden. So, ja. Aber es ist immer wieder... Und es ist doch so wichtig, sich immer wieder
zu erlauben, von vorne anzufangen und nie zu glauben, ich bin irgendwo angekommen oder ich habe irgendwas verstanden, weil dann wird das Leben erst recht kommen und sagen, jetzt prüfe ich dich aber mal. Ja. Ja, absolut. Also durch ganz, ganz tiefe Prozesse durchgegangen und auch immer wieder. Nur, dass es jetzt irgendwie so ist, dass es halt viel selbstverständlicher ist und ich auch nicht mehr so extrem den Rückzug brauche. Also ich kann jetzt irgendwie trotzdem alles machen, meine Arbeit machen und so weiter und so fort. Und die Prozesse laufen irgendwie so nebenher ab. Und vor ein paar Jahren war das noch manchmal so, dass ich wirklich so ganz stark den Rückzug gebraucht habe. Und das hat sich jetzt verändert, ja. Bei mir ist es mehr so, bei mir war eher so eine Angst drauf gelegen, was zeigt sich dann, wenn ich dem wirklich Raum gebe, was er da so in mir ist und dem wirklich das öffne. Und durch diese vielen Seminare, wo ich dann mitgefühlt, mitgeweint, auch mal geschrien oder die Wut durchlebt oder diese ganzen Dinger durchlebt habe, fühle ich mich jetzt so sicher, das auch für andere halten zu können. Weil ich glaube, ich hätte mich in meinen Klangsetzungen zurückhalten, für eine andere Frau zum Beispiel vielleicht auch für die zu weinen oder für die mal zu schreien, wenn sie es gerade nicht selber kann, wenn ich selber nicht schon durchlebt hätte. Das muss ja, ne? Wir müssen da schon durchgegangen sein, sonst können wir gar nicht erlauben, dass die anderen dorthin kommen. Ja. Also das habe ich mal erlebt, ich war mal in einem Seminar, wo die Leiterin dass unsere Prozesse gedeckelt hat. Das habe ich einfach gespürt in mir. Ich wollte eigentlich tiefer gehen, aber sie wollte das nicht erlauben, dass wir tiefer gehen, weil sie selber Angst davor hatte. Und das war ganz, ganz eigenartig und schwierig. Und dann habe ich einfach gemerkt, okay, du musst zu Menschen gehen, die da selber schon drin, also die da wirklich drin stehen und den Raum so halten können, dass da alles von dir, also ja, weil das war wirklich so, ich hatte immer das Gefühl, ich werde abgehalten, dahin zu gehen, wo es jetzt eigentlich dran wäre. Genau, und das, ja, man muss einfach wie so ein offener Raum sein für alles, was da eben hindurch strömen möchte und manchmal auch heftige Sachen. Ja, ja. Und genau, das ist dann wie so ein Sturm, der dann einfach wehen darf. aber es ist, also wenn man selber dafür offen ist, dann macht es einem ja auch überhaupt nichts aus. Ja. Das finde ich so spannend. Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, wo ich die Klangsitzung vor Ort jetzt gegeben habe und dann hatte ich drei Freundinnen, die da mit dabei waren, um das sich mit anzuhören. Wir haben erst gefragt, ob es für die beklungen worden ist, für die das okay ist, ob sie das auch möchte. Und dann hat sie gesagt, ja. Und dann habe ich mich gefragt, ist das für mich eigentlich okay, wenn da jetzt andere Personen mit im Raum sind, obwohl ich nur für eine einzige das mache. Und dann habe ich schon gemerkt, so, das wird so, also ich habe nicht gespürt, was in der Session kommt, aber für mich war es wichtig, zu ihnen zu sagen, ich brauche da totale Ruhe von euch. Also ihr könnt da jetzt nicht reden oder sowas. Ich bin da wirklich voll im Prozess. Ich muss mich da, ich kann mich nicht ablenken lassen. Ich möchte auch nicht angesprochen werden. Und es kann sein, habe ich zu ihnen gesagt, dass ich vielleicht weine, dass ich vielleicht schreie, dass ich vielleicht irgendwas auslebe. Ja. Ich will es einfach vorher sagen, weil sonst hemme ich mich vielleicht selber in der Sitzung. Und es war so gut, dass ich es vorher ausgesprochen hatte, weil in der Sitzung viel rauskam, wo ich mir gedacht habe, das hätte ich vielleicht gedeckelt vor den anderen. Ja. Und das war eine tolle Erfahrung, das zu wissen, oh wow, das geht auch vor anderen Menschen, dass ich sowas machen kann. Und es war wie so eine Selbsteinweihung, das jetzt auch irgendwie vor Ort zu machen. Und da war eine auch dabei, die hat geräuchert. Und dann haben wir das mal ausprobiert, wie ist das, wenn wir das Räuchern mit dem Klang verbinden. Da hat sie erst eine Räuchersitzung gemacht und ich danach eine Klangsitzung. Und das ist so faszinierend mit der intuitiven Arbeit, so wie wir es machen, dass man das einfach mit anderen Sachen verbinden kann. Und das ineinander, also das war dann für mich wie, es war dann totale Stille im Raum, wo sie mit dem Räuchern fertig war.
Und ich habe mich dann so reingespürt und ich habe in dem Prozess bei ihr gar keine Trommel gebraucht, da ging alles über Stimme und es kam genau das Richtige wieder raus. Und dann dachte ich mir, wir sind so geführt, das ist so schön. Ja. Und für die anderen ist ja dann auch immer was dabei. Also das ist ja kein Zufall, dass die da jetzt dabei sind. Bei den Sachen. Also bei denen löst sich ja dann wahrscheinlich auch was oder da ist irgendwas, was angestoßen wird. Mhm. Die sind ja Teil des Raumes. Ja. Ja, wir haben das dann auch danach so durchgesprochen, was jede so für sich wahrgenommen hat. Und es war schon, ja, es war sehr stimmig, dass die alle mit dabei waren, ja. Ja. Ah, so schön. Ja, und faszinierend, mit welchen Themen die Menschen oft kommen und wie sich das dann in der Sitzung zeigt oder so, ne? Also bei der einen zum Beispiel, da wollte ich tönen. Und wir haben ja gesagt, es wird eine Klangsitzung und so. Und es ging nicht. Das war wie so, ich habe immer so, wie so Wind immer so geblasen. Und im Nachhinein sind wir drauf gekommen, dass sie am Anfang drüber gesprochen hat, dass sie Yoga macht, was viel mit Atmung zu tun hat. Dann ist während der Session für mich rausgekommen, dass sie für mich wie so eine ganz kraftvolle Frau, habe ich sie gesehen, wie so eine Tochter des Windes irgendwie, habe ich so ein Kartendeck und ich habe sie so ganz kraftvoll gesehen und am Schluss war es so lustig, weil sie dann erzählt hat, sie hat einen Hund und so und wir so, ja, was ist denn für ein Hund? Und dann hat sie gesagt, es ist ein Windhund. Es war alles halt genau so, wie es sein sollte. Der Klang kam dann nach dem Wind trotzdem, also auch. Aber es war faszinierend einfach, wie sich das gezeigt hat, wo ich mir gedacht habe, ja, genau. Ja. Ja. Schön. Ja. Ja. Ich gebe auch Seminare mit einer lieben Kollegin zusammen, die auch Klangheilerin ist. Und wir zeigen dann eigentlich unseren Teilnehmerinnen auch immer, wie sie eben selber mit ihrer Stimme sich, also Themen bei sich heilen können oder auch, also die dürfen sich dann quasi gegenseitig eine Klangheil-Session geben. Und das ist ja dann auch wirklich ganz oft so, dass am Anfang diese, sag ich jetzt mal, für den Verstand Misstöne rauskommen, also das, was nicht so harmonisch ist. Und wenn dann einfach die Energie sich verwandelt, dann wird es immer klarere Töne, immer harmonischer, immer weicher und so, dass ja der Klang einfach nur ein Übersetzer ist dessen, was da halt gespürt wird. Ja, das ist so, es ist auch mit der Trommel total faszinierend. Die verändert sich manchmal auch in der Sitzung sogar. Das ist auch echt, auf einmal macht's ja auf, ne? Wenn du das Gefühl hast, jetzt ist was gelöst oder so, auf einmal, wumm, geht's auf einmal voll los, ja. Genau. Und das kann man so nicht, eigentlich vom Kopf her gar nicht so richtig fassen, dass die Trommel gerade dumpf geklungen hat und auf einmal macht die auf. Also das ist, weil es der Mensch dann auch spürt, boah, da hat sich was gelöst oder so, ne? Genau, ja. Und so schön, dass man einfach, also wir können uns mit unserer Aufmerksamkeit etwas zuwenden und dann passiert da was. Also allein durch diese Aufmerksamkeit und dann natürlich eben noch der Klang dazu, wir sind so machtvoll mit diesen ganz einfachen Dingen, die uns ja Gott geschenkt hat. Ne? Wir brauchen ganz, ganz wenig nur, um heilen zu können. Ja. 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 Und ich meine, Klang und Farben, das ist ja auch die Welt der Seele. Also ich habe erst vor ein paar Tagen von der Anke Ewerts, ich weiß nicht, ob du die kennst, die hatte so eine Nahtoderfahrung und hat dann einfach gesagt, in diesen Seelenwelten, da ist einfach alles voller Farben und Klänge. Und deshalb verbindet uns auch der Klang und die Farben verbinden uns mit diesen tieferen Schichten in uns. Weil es uns erinnert an unsere wahre Herkunft. Ja. Ja. Ach, so schön. Ja. Sehr, sehr schön.
eine wundervolle Berufung hat uns da erreicht. Ja. Ja. Und ja, liebe Angelina, vielen Dank hier, dass du da warst, dass wir das miteinander geteilt haben. Und ja, es hat mir auch total Freude gemacht. Ja, man spürt so deine Begeisterung und Erfüllung da drin. Das ist so schön. Und dann, mögen noch ganz, ganz viele Menschen von deiner Arbeit berührt werden. Ja, danke schön von deiner natürlich auch. Vielen Dank. Dann alles, alles Liebe. Ja, wünsche ich dir auch. Du hörst jetzt noch eine Seelenmelodie von Angelina. Lass dich hineinschmelzen in die Energie. Wenn du mehr wissen möchtest über Angelina, besuch sie auf angelina-easter.de. Du findest das in der Beschreibung des Podcasts. Und mich findest du unter ashika.one, ashika.one. Alles Liebe. Yeah.